Mordors Schatten rufen euch, denn wir sind hier zurück in Mordor und damit ein herzliches Willkommen hier wieder zurück im Spiel. Und ja, wir müssen jetzt die Hauptquest fertig machen, das heißt, wir können uns das aussuchen, was wir genau davon machen. Entweder wir machen diese Quest, Metzle, ja, also wir müssen uns einen neuen Häuptling stellen, oder wir machen die hier mit dem High Metal oder das mächtige Beute. Aber ich denke mal, ich mach mal die, weil da kommt man so schnell und einfach hin. Das gefällt mir. Oh, das mit dem Übersteuern, das finde ich aber irgendwie komisch. Wenn ich das so an meinem Mikrofon sehe. Also wenn ich so, wenn ich... Manchmal übersteuert das, wenn ich so laut rede, aber manchmal nicht. Hm, naja, gut. Wir gehen hier hin. Das Heilmittel. Nachdem Marvin von Saruman besessen wurde, benötigt Litharie deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Na gut, machen wir das für deine Mutter. Für deine Mutter machen wir das, ne? Die Gefahren sind mir gleich. Es geht um das Wohl der Königin. Milady, die scheint mir nicht. Ein Angriff auf das Lager wäre unklug. Er kämpft mit uns. Ich habe keine Wahl, Talion. Ich benötige dieses Elixier. Selbst der Fremde denkt, es sei ein törichter Plan. Ich weiß, an wen sie dich erinnert. Sie ist aus dieser Welt. Du bist es. Genug! Wir greifen an, wie geplant. Ich kümmere mich um die Orks. Wir könnten dir ungesehen folgen. Wir finden die Medizin und verschwinden. So. Der weiße Zauberer hat von der Königin Besitz ergriffen. Nur aus dem Hinterhalt können wir Litharil und ihren Männern den Weg zum Elixier sichern. Deine Gefühle vernebeln deine Sinne. Risiko ohne Lohn ist purer Leichtsinn. Diese Medizin wird den Geist der Königin heilen und dir deine Antworten bringen. Mag die Wahrheit für unser Bündnis mit diesem Volke sprechen. Oh, ja. Ich finde diese Sequenzpausen immer ganz schön. Da kann ich mir immer wieder was trinken, ohne dass es jemanden merkt und stört. Finde ich immer ganz cool. Ach Mann, was ist das denn jetzt schon wieder hier mit dem Leck? Ui, was ist das? Sichere alle drei Suchgebiete ab, ohne den Alarm auszulösen. Gucken wir mal. Ich muss hier sehr geschickt vorgehen. Oh, 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 oh. Ich bin hier nicht, ich bin hier nicht. Nö, nö, das war nix. Das war echt nix. Was ist hier? Die Luft hier stinkt nach Menschen. Das macht mich unglaublich hungrig. Hungrig also. Ja, hungrig bin ich auch, aber dich würde ich nicht gerne essen. Ich weiß, du möchtest mich essen, aber andersrum ist das doof. Ein Kraftwort zu jagen ist aus der Ferne, mit einem Schützen und einer guten Armbrust. Wenn du nur eine Armbrust hast, musst du... Oh, du warst gerade am Reden und ich messer dich ab, ne? Ich bin ja gemein, ne? Das tut mir ja leid. Guck mal. Ich habe gesehen, wie der Tag Hork einen Sohn. Ich bin gemein, oder? Weil ich töte die Leute immer, während sie reden, ne? Die wollen mir was erzählen und ich, was mache ich? Zack. Messer rein und kaputt. Ja, bin gut, ne? Wer redet, der muss sterben. Tut mir echt leid. So. Oh, 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 oh. Irgendwas hat mich gesehen. Das da. Beziehungsweise der hier. Wer mich sieht, der muss sterben. Tut mir leid. Oh. Oh, oh. Was ist hier? Ich möchte jetzt erstmal mal gucken, was hier ist. Ach so, wir müssen gar nicht hier. Oh. Was muss ich da jetzt sichern? Ich verstehe nicht, warum wir nicht sofort losmarschieren können. Oh. Ein Headshot und weg ist er. Was hast du gehört? Du hast nichts gehört, Junge. Junge, du hast nichts gehört. So, was ist denn hier? Nix. Leider nix. Was ist dort? Mann, das stört mich, dass es leckt. Das Spiel macht so viel Spaß, aber dass es ab und zu leckt, das ist immer so eine Sache. Oh. Den muss ich töten. Ich war's nicht. Es war kein Geräusch. Und ganz besonders, ich war das nicht.
Hier treibt sich kein Mörder rum. Nein. Oh. Nein, scheiße, der löst den Alarm aus. Scheiße. Kein Alarm auslösen hier, du. Ich will keinen Alarm. Nein, keiner entfacht hier Feuer. Nein. Du willst mich? Du kriegst mehr, als du gewollt hast. Was krieg ich denn? Ein Quickie mit dir oder was? Was krieg ich? Krieg ich ein Quickie? Ich mag einen Quickie haben. Ich will einen Quickie, gib mir den. Aber krieg ich dann ja, ne? Wir müssen die, glaube ich, alle gefangen nehmen. Oder? Müssen wir die gefangen nehmen? Ich gucke mal. Oh. Nicht sterben. Nee, anscheinend nicht. Anscheinend ist der Tod für sie die bessere Wahl. Bei hohen Trefferserien. Ach so. Wie, ich habe das jetzt automatisch eingesammelt? Was ist das denn für ein Kack? Und jetzt? Wie, ich habe da doch gesichert, oder nicht? Was muss ich denn jetzt machen? Und muss ich den Typen da auch noch töten? Ach. Ja, der eine Bub. Da kann mir doch egal sein. Vorhin habe ich einen Sklaven gesehen, der zwei volle Fässer auf seinen Schultern trug. Ich dachte, warte, was sind jetzt gemacht? Aber dann fand ich heraus, dass die Fässer leer waren. Fandest du das? Oh. So. Ach so. Sie wissen, dass sie alles tun wird, um ihre Königin zu schützen. Sie weiß, dass kein Haus ohne Grundpfeiler bestehen bleibt. Oh oh. Irgendwas hat mich gesehen. Das da oben. Die müssen nämlich auch sterben. Das tut mir echt leid, aber Bogenschützen sind nicht so. Ja. Leider musstest du jetzt sterben. Und zwar war das dein Verhängnis, dass du mich gesehen hast. Weil jeder, der mich sieht, der muss sterben. Egal ob er will oder nicht. Das ist so festgelegt. Tut mir leid. Es ist aus Sicherheitsgründen so, dass das so ist. Wo steht er denn, der Typ, der Bogenschütze? Steht er da oder wo steht er? Es kommt ja nicht auf, bevor, dass man einen hier unten, ne? Oder? Oder wo ist er? Irgendwo da. Wird er mir angezeigt, jedenfalls. Wo er genau ist, der Bogenschütze, weiß ich ja nicht. Aber ich finde es ein bisschen doof, dass es jetzt hier so. Warum sollten wir uns die Hände schmutzig machen, wenn ein Karagor die Uruks für uns töten kann? Stimmt, ne, das ist eine gute Idee. Oh, nein, er hat sich nichts bewegt. Nein. So. Machst du das mal auf? Da ist nichts, ne? Oh, scheiße. Warum? Nein, ich bin hier. So. Oh, der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen, ne? Dann kommt der jetzt hier hoch, ne? Aua, das hat weh. So. Tod. Und? Sterben die jetzt alle? Sind die jetzt alle tot? Oh oh. Oh oh. Jetzt sieht der mich, ne? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist das Viechchen? Jetzt. Wow! Ach du Scheiße, hat das mich erschreckt, ey. Oh. Hat das mich erschreckt. Oh, letzte Chance. Scheiße. Mach was? Tot. Stirb. Och, Mann, was soll das denn? Stirb, bitte stirb. Ja, nicht. Ach, schon wieder? Was ist das denn? Nein! Och, nee. Och. Boah. Oh, es hat jetzt gerade übersteuert, es tut mir leid. Scheiße, ey. Ach so, oh. Oh, das zählt. Das finde ich schön.
dass es zählt. Dann gehe ich jetzt einfach mal so dahin. Schade, ich habe aber das letzte nicht abgesichert bei der Karagoy, ja. Das war jetzt ein bisschen meine Schuld. Ich habe den nicht down gekriegt. Im Karagor-Kampf bin ich irgendwie nie so gut, irgendwie. Ich weiß nicht. Karagore sind nicht so meins. Also wenn ich gegen sie kämpfen muss, das ist immer für mich so ein bisschen doof. So. Ich glaube, ich lasse den jetzt nochmal frei, aber dieses Mal passe ich besser auf, was er macht. Ne? So, warte. Ich glaube, hier kann ich mich anstrengen. Ich glaube, das macht weniger Geräusch, oder? Dass sie mich da nicht sehen, ne? So. Und dann... Das so. Zack. Und ich glaube, dann hat mich jetzt keiner gesehen. Dann gehe ich jetzt einfach mal da hoch. Stehen bleiben. Wie stehen bleiben? Wieso stehen bleiben? So, dann gucke ich dem jetzt einfach mal zu, dem Geschehen dort unten. Es ist irgendwie so ein Special Karagor, weil der so stark ist. Eigentlich. Stirbst du? Stirbt der Karagor oder nicht? Ach, bist du ein bisschen dumm, ne? Bisschen dumm bist du ja, du Karagor, weil du musst jetzt mal auffressen. Oh. Ich glaube, ich muss jetzt Arbeit leisten. So. Tut mir leid, war zu meiner eigenen Sicherheit. Ich verstehe, warum ihre Männer ihr folgen. Verstehst du das? Ah. So, das Gebiet hätten wir dann auch gesichert. Jetzt fehlt uns nur noch das letzte Gebiet hier, was wir noch sichern müssen. Wo ist da ein Bogenschütze? Oh oh, da hat mich irgendwas hat nicht gesehen. So, du da? Tut mir leid, aber was hat mich jetzt gesehen? Der da. Und der da. Tut mir leid, dann musst du jetzt mal zwangsweise sterben. Und, wer hat mich da noch gesehen? Der da. Muss auch sterben, es tut mir leid, aber... Ja, wenn du mich siehst, dann musst du sterben. So wie im Horrorfilm, ne? Wer mich sieht, der ist schon tot. So, bloß, wie kriege ich die jetzt... Vielleicht kann ich die somit vertreiben hier. Ja, oh, hier, gucke mal. Das macht euch doch so Angst, ne? Geht mal weg. Wie einfach. Habt ihr gefunden, was ihr suchtet? Ja. Überbringt dies der Königin, unverzüglich. Ich bezweifle, dass irdische Medizin ihre Königin halten kann. Hoffentlich hilft sie deiner Mutter. Wir fanden diese Botschaft. Die Orks planen eine Versammlung bei der Fischerstadt. Wir können sie dort überfallen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich stehe gerne zu Diensten. Dafür sind wir dir dankbar. Dies ist nicht dein Volk, Tanja. Gedenke deiner Frau und deines Sohnes. Treff die Vorbereitung. Ja. Jeder Moment ist kostbar. Das Heilmittel Erfolg. Auftrag abgeschlossen. Netariels Stärke zeigt sich darin, wie sie ihre Männer führt. Sie zeigt sich in den Augen ihres Volkes durch Respekt statt durch Furcht. Ah ja, so, was gibt's jetzt noch für Mission? Mächtige Beute. Oder wir machen da die Rettung. Oder lieber doch Vernichtungsschlag. Horden von Feinden. Habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Ich markiere mir das. Versuche jetzt dorthin zu gehen. Und diesen Turm dort freizuschalten. Das Problem ist, ich weiß gerade echt nicht, wie lange ich jetzt gerade schon aufnehme. Weil, ich habe mir den Timer nicht gestellt. Mache ich sonst immer. Aber heute habe ich es vergessen. Leider. Ist das da eigentlich eine Festung hier jetzt? Kommt das eine Festung oder nicht? Ja. Ja. Wenn man mal davon redet, ich hätte es nicht herbeischwören sollen, heraufbeschwören sollen.
Weil ich glaube, das war eine dumme Idee, eine Festung aufzusuchen. Und in dieser Festung ist es dann, glaube ich, mal wichtig, dass man wirklich auch den Turm aufdeckt. Ja, die Sklaven, weil das ja auch wichtig ist, damit man sich darin sichert. Sonst ist es immer so eine Sache, ja, weglaufen oder. Ja, das ist halt alles ein bisschen schwerer, ohne den Turm freizuschalten. Kennt ihr ja von Far Cry oder von anderen Spielen, wo man halt seine Türme freischalten muss. So, wo ist denn jetzt der Turm? Ich laufe vor ihm weg. Sehr toll. Da ist doch die Turmseite, ne? Problem ist, wenn die uns jetzt da sehen, alarmieren die, glaube ich, und dann können wir sterben. Oder? Komm, kann ich dich mal ins Feuer schubsen? Ja. Mann, ich wollte dich töten. So. Kann ich dich noch hinrichten? Nee, ne? Scheiße. Leider nicht. Die alarmieren nicht. Das ist sehr schön. Ich sehe gerade, das ist. Wir sind ja gar nicht mehr in der Festung, ey. Ach, ich hätte es doch wissen müssen, ey. Verarschen kann ich mich doch selber. Aber diese jungen Kreatürchen, die. Ja, gucke mal. Er wird aus so einer Ruine. Auf einmal so ein großer Turm. Und dann drückt man auch so ein Teil hier drauf. Ne, da steckt man drauf. Und es erhellt alles. Und man hat irgendwas gekriegt. Was? Muss ihn mit Licht abwenden. Musste das? Mann, nein. Scheiße, jetzt ist da so ein Kakaragor. Komm, weißt du was? Edgy Badge. Hat das irgendwie vor, mich, weiß ich nicht, zu trollen? Bevor er es mich sieht, das ist ja eh da, diese Mission. Dass wir die dann starten können, hier, wenn wir hier sind. Und. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Oh, ich gehe weg. Dieser Zwerg behauptet, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celebrimbors Vergangenheit verbergen. Annehmen. Zack, ich bin weg. Seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja. Aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Bereit. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen sich in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Na gut. Die Jagd selbst ist eine Bestie, die du zähmen musst. Okay. Die erste Lektion der Karagor-Jagd, nicht sterben. Ist so einfach. Wir reiten auf ihnen
Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestien nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Boah, die Grafik hier, ich finde die geil. Als ich jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Ah, jetzt springst du runter. Ja. Karagor, diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Oh, wusste ich gar nicht. Ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Ja. Du hast noch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Tut sie das? Waldläufer, hier rüber! Ja, na gut. Oh. Da drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Er riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor. Bitte um ein Tänzchen. Karagorjäger, du hast die Fähigkeit erlernt, den Sprungangriff eines Karagors zu kontern. Und die Bestie damit zu betäuben. Nutze linke Steuerung, um betäubte Karagor zu besteigen. Sehr schön. Sehr schön. Hallo. Willst du tanzen? Ja. Ich friss Staub. Hä? Hat mich einige Narben gekostet, das zu lernen. Ja. Okay. Hallo, komm her. Komm her. Wenn der Karagor blutet, machst du's richtig. Wenn er dich tötet, machst du's falsch. Lass den Bastard auf dich losgehen. Okay. Aber ich konnte den auch gerade nicht kontern. Ah, jetzt. Ah. Jetzt. Hallo, mach mal. Zack. Ja, ich mach schon. Geschafft. Oh oh, was ist denn da hinten? Ach so. Ist das ein Karagor? Oder was ist das? Was soll das denn sein? Genau so lange brauche ich auch, um einen zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Ich doch immer. Danke. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Von dir. Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor. Ist es schön da? Klingt echt trostlos. Ist schwarz da. Glaube ich jedenfalls. Am Schwarzen Tor muss es schwarz sein. Suchen wir ein paar Uruks. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Bestimmt, oder nicht? Das wäre ja doof, wenn nicht. Boah, was ist das denn jetzt schon da? Oh. Töte mehr als der, mein Gott. Was schaffe ich denn? Ich kann Sklaven töten, ne? Ich rette dich, das kann ich doch, oder? Ich kann dich retten. So, ich töte die. Ach, jetzt kann ich damit meinen Karagor heilen. Ach, das ist ja schön. Das ist ja schön. Leute auffressen. Weißt du, woher ich das kenne? Mit heilen und dabei Leute auffressen. Das kenne ich aus Spider-Man. Da war doch dieser eine blaue Typ da. Den kann ich doch, ne? Ist der tot? Hallo. Siehst du, Jungchen? Selbst die wildeste Bestie kann nützlich sein. Jagst du schon lange in Nurm, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Oh. Wie überall in Mordor. Ja. Aber der Untergang macht die Jagd interessant. Reichweite und Schärfe. Okay. Aber kannst du dabei auch schießen? Schießen? Ja, das auch, aber. Hallo, ich will den. Ach Gott. Na gut, dann halt so. Tschüss. Meiner. Zack. Tja, meiner. Genannte fleißig Berg und Tal,
aus Quellen trank er zum Helden. Er wollte sich über den Spiegel sehen. Seine Sterne. Ey, du hast mir den geklaut, du Bastard. Eliminiere die Schützen. Okay. So. Und da noch einer. Hallo? So. Wird die lieber auffressen. Und jetzt? 9. Achso, das sind die Uruks. Hahaha. So, ich will natürlich mehr töten als du. So, hier. Einer tot. Zack. Haha. Ich muss dich natürlich schlagen. So, jetzt. Hallo, Mann. So. Du beherrschst die Gründler. Suchen wir uns neue Beute. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Mann, echt. Die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graub begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Och, Mann, ich will den endlich besiegen. Es geht um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen. Darauf hingewiesen zu werden. Ja? Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich hab von ihnen abgelassen. Schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. Ach du Scheiße, wie groß, wie stark sind denn Adler? Die da nicht, ne? Die sind schwach, ne? Ey! Hör auf, mich zu töten. Ja. Hallo. Scheiße, scheiße. Jetzt gehen die alle auf mich, ey. Oh, nee. Hier, alle tot. Ja, genau, das ist doch schlimm hier. Der nächste, immer wieder einer neuer Nacken, ey. Ach, ich kill dir alle. Ich kill mehr als du. Haha. Zack, 20 vs 12. Das ist doch mal ein eindeutiges Ergebnis, oder? 22 vs 15. Und? Was ist mit deiner Klinge? Da ist dir eine entwischt. Halt ihn auf, bevor ihr Verstärkung holt. Och Mann. Ich hab keinen Bock. Oh, muss ich das machen, ja, die Drecksarbeit, ne? Hier, guck mal. Hallo. Der Grabwandler kann unmöglich den Hammer getötet haben. Ist er tot? Nee. Einmal beißen. Und? Tot. Torvin ist zu ruhig. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Okay, ich gehe zu ihm und gucke. Mal. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Welchen Jäger? Okay. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg. Torvin braucht Hilfe. Für die ist desto stärker. L-Shift. Oh, geil. Geil. Das ist der Reiz der Jagd. Damit du es weißt. Ich hatte ihn. Ja, ja, sterben ist der Reiz der Jagd. Was hat der Ritter auf einem Karagor mit deinem Graub zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torvin. Pass genau auf. Und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Graub zu stellen, brauchst du Geist und Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Weiß. Oh, mächtige Beute, Erfolg. Auftrag abgeschlossen und das zusätzliche Ziel geschafft. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren. Oh ja, gut. Ich würde an dieser Stelle die heutige Folge beenden. Ich weiß nicht, ob ich sie in zwei schneide oder nicht. Werdet ihr dann sehen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge von Mittelerde Mordors Schatten dann wieder zuschauen würdet.